Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde. Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Wieder mit einem anderen Setup hier. Hallo. Und dann noch wieder anderen Kamera. War das Deutsch? Egal. Wir spielen. Ich muss mich erstmal hier richtig hin positionieren. So. Hallo. Na. Wir spielen weiter Syndicate. Wir müssen erstmal gerade gucken. Was an. Wir sind Level 4 jetzt. Sehe ich das richtig? Genau, Level 4. Heißt, wir können uns eigentlich mal hier an die Kopfgeldjagd wagen. Hauptsache, ich renne erstmal gegen den Zaun, ne? So muss das. Wie wär's, wenn du einfach die Klappe hältst und mich in Ruhe lässt? So, ich will da hoch. Muss mir erstmal einen Überblick von dem Ganzen verschaffen, weil irgendwo hier drüben. Da hinten. Komm ich da. Ja. Das frage ich eigentlich. Natürlich komme ich darüber. Denn hier ist irgend... Ah, guck mal da. Da stehen sie doch schon rum, die Ersten. Hallo, Nummer 1. Hallo, Nummer 2. Auf den Dächern steht niemand. Das ist schon mal ganz gut. Oha, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Da ist einer von unseren Kutschen. Was ist denn der? Da läuft einer. Einer. Hallo. Und nein, das ist auch nicht. Das ist auch nicht. Muss ich in das Haus hier rein? Kann ich da überhaupt rein? Es ist halt so gestrichelt, ne? Da weiß ich jetzt nicht, ob ich da eventuell rein kann oder nicht. Du bist es auch nicht. Nö. Nö, nö, nö. Erstmal jetzt einen nach dem anderen. Hier ausschalten. Wo kann ich denn, wenn ich hier runterspringe? Wo komme ich denn da hin? Wo zum Teufel bin ich jetzt gelandet? Auf keinen Fall. Hier unten suchen die Bobbys nicht. Das war der nicht, oder? Ah. Ich wollte doch nur ein paar schöne Dinge haben. Gefunden. So, so. Hi. Na, freust du dich, uns zu sehen? Hilfe! Hilfe! Helft mir! Halt! Mitkommen. Was wollen Sie von mir? Lass ich dich vielleicht am Leben. Sind Sie von der Polizei? Sind Sie ein Pooler? Ja, ja, ich bin von der Polizei. Ich verdiene den Strang nicht. Beweg dich. Du bekommst kein Todesurteil, Mann. Aber einer Verhaftung wegen deiner Diebstähle entgehst du nicht. Die töten mich da drin. Das ist mein Problem. Ach, ernsthaft. Na komm, nicht so hastig. Mir. Rennt der wieder komplett zurück? Nicht so hastig. Nein, bringen Sie mich nicht zurück, bitte. Ich habe keinen Grund, um dein Leben zu beenden. Nein, bringen Sie mich nicht zurück, bitte. Halb so schlimm. Du bekommst ein paar Tage in der Zelle und jetzt. Hilfe, helft mir! Na komm, nicht so hastig. Du rufst hier. Oh, oh, geil, der stolpert sogar. Helft mir! Fuck! Na komm, nicht so hastig. Oh. Halb so schlimm. Mitkommen. Bringen Sie mich nicht zurück, bitte! Ab in die Kutsche mit Halb dir. So schlimm. Und gut ist jetzt. Sollen das? Also. Komm schön mit. So. Lass mich raus! Und tschüss. Ruhig lang. Ja. Urpaller.
Ich hoffe, mein Kollege kann einiges, weil ich könnte, glaube ich, gleich mal Hilfe gebrauchen. Oh oh. Lass dich weg. Ja, korrekt, noch einer von uns. Jetzt drängt mich mein eigener Typ ab. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Auf geht's. Zeit zu sterben. Zeit zu sterben, deine Mutter. Muss ich mal kurz rüber. Willst du ungern einen Polizisten töten, aber... Ging wohl gerade nicht anders, wa? Ich werde nett zu ihm sein. Danke. Haben neuen Revolver bekommen. Das ist schon mal ganz nett. Und natürlich das Gebiet befreit. Das ist doch fein, wa? So. Jetzt sind wir da unten. Dann können wir uns jetzt noch darum kümmern. Hauptsache, wir kriegen die Gebiete nach und nach frei. Ich meine, 170 Meter ist auch nicht so viel, ne? Auch wenn ich jetzt hier nicht langkomme. Oh, ein Händler, warte mal. Ich muss meine Vorräte doch noch auffüllen. Will einkaufen. Greif mich nicht an, oder? Okay. Oh. Schatzkarten. Was befreie ich denn gerade? Befreie gerade. Ach, South Park ist befreit. So halbwegs. Wie teuer ist denn das? Zu teuer. Alles klar, wird lohnt sich noch nicht. Was ist das auf der Karte? Was denn? Warum ist das gelb? Was ist dieser gelbe Punkt? Gegner, was ist dieses gelbe? Tschüss. Ach, entführen? Sehr interessant. Dann, mach ich das doch mal. Tschö. Aua. Jetzt gucken sie blöd. Oh, 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 oh. Alles zurück. Aua. Gib Gummi. Will die Kohle dafür. Einfach mal deren Fracht geklaut. Ja, soll's. Kein Problem. Nein. Hör auf, unschuldige Menschen zu rammen. Oh Gott, muss ich weit weg. Gut so, Mädchen. Das ist nicht gut. Braves Mädchen. Es ist ein bisschen weit. Bisschen sehr viel weit. Läuft das alles noch? Das läuft noch super. Supi! Gut, die haben auch nicht realisiert, dass ich deren Wagen geklaut habe. Alles klar. Wie weit noch? 100 Meter, okay. Ach, Southwark. Das haben wir ja schon, ne? Freigespielt. Sachte. Hi, was kriegen wir jetzt dafür? Hat sich's wenigstens gelohnt? Geld, Materialien. Schön. Das nehme ich doch gerne mit, würde ich sagen. Alles klar, so. Ach komm, dann gehen wir mal hier hin, weißt du? Wenn wir schon da in der Nähe sind. Dann machen wir jetzt einen Fähigkeitenpunkt. Wie viel haben wir jetzt? 3. Ha! Dann kann ich mir quasi das holen. Und ich habe sogar noch einen Punkt übrig.
Das brauche ich alles nicht. Obwohl, der erste Treffer beendet keine Kombo, ist gar nicht mal so schlecht. So. Alles klar, dann gehen wir jetzt in Ruhe da vorne hin. Dann können wir da unseren Auftrag annehmen. Guck mal hier, haben wir sogar noch ein paar Kisten, die wir einsacken können. Bernd bringt uns zwar jetzt, glaube ich, nichts Großartiges, außer ein paar Materialien, ne, aber... Warum nicht? Hier ist noch irgendwo ein Helix-Ding. Ne, das war eine Etage zu hoch. Dankeschön. Haben wir den auch? Und jetzt geht's zur Quest. Sollen wir die oben annehmen? Oder ist das Zeichen einfach nur... Nee, müssen wir tatsächlich hier oben annehmen. Unnatürliche Auslese. Jacob setzt seine Suche nach dem Erfinder von Sterics Beruhigungssirup fort, indem er ihn zu seiner Distillerie zurückverfolgt. Na dann, ab dafür. Haltet die Augen auf, Leute. Jemand hat unser Netzwerk im Visier. Die Brennerei könnte als nächstes dran sein. Das verkompliziert die Sache. Mhm. Okay, ein paar Typen. Oha, ist auch noch welche. Nur ein bisschen Unruhe stiften. Heilige, okay, das verkompliziert die Sache tatsächlich. Okay, einen krieg ich erschlagen. Ist die Frage. Das hat genug Zeit in Anspruch genommen. Das hat zum Glück niemand gesehen. Alles gut? Das muss mal mit. Euch nehme ich mal mit. Dich nehme ich auch mal mit. Lust auf ein bisschen Spaß? Jetzt können die eigentlich mal dafür sorgen, dass hier ein bisschen Unruhe gestiftet wird. Ziehen und schießen! Nice! So. Aua! Sollte ich noch irgendwann mal kontern, kann das? Achtung, er ist wieselflink! Eine schöne Beschreibung. Hallo. Heilige! Auf nimmer Wiedersehen. Na du? Hab mich gewarnt. Ist der Typ jetzt hier noch drin? Ja. Ja, der steht da noch vor. Mega gut. Sie sollten nicht herumschleichen und achtbare Gentlemen erschrecken, junger Mann. Mir war gar nicht bewusst, dass Herumschnüffeln als achtbar angesehen wird. Schnüffeln? Sir, ich versichere Ihnen... Bleibt wachsam! Schnell, rein da! Das war fast schon zu knapp. Sie, junger Mann, haben mich ganz schön erschreckt. Ich hielt Sie für einen von denen, aber jetzt verstehe ich, warum Sie hier sind. Aus demselben Grund wie ich, vermute ich. Vermuten Sie? Ich glaube, ich habe etwas gefunden, junger Mann. Wer ist das? Wer ist der Kerl? Was will er von mir? Eine recht beeindruckende Apparatur, meinen Sie nicht? Ich kenne größere. Das ist
Datura Stramonium. Oder Stechapfel, wie er gemeinhin genannt wird. Das kommt in den Sirup hinein? Und Opium ebenso. Empörend, außerordentlich ekelerregend. Was hast du vor, alter Mann? Der richtige Schritt, um fortzufahren. Stimmen Sie mir zu? Was tut er? Oh je. Finden Sie einen Weg hier raus. Beeilung! Jeden in dem Gebäude mit Gas töten? Dreimal dürfen Sie raten. Was zum... Gut, junger Mann. Soll ich das denn machen? Für wie viel verkaufen die dieses Mittel eigentlich? Halt ihn! Schaff ihn! Oh! Ja, okay. Ich verstehe mein Problem. Ich habe nicht aufgepasst. Spaltet ihm den Schädel! Hallo! Ihr lästig! Sehen Sie, warum die Innereien sind! So. Dann ist der jetzt offen. Wäre aber noch theoretisch. Komm ich da rüber? Ja. Irgendwo war doch noch einer, ne? Egal. Einfach kaputt machen. Ist immer gut. Sollte ich nur vielleicht sehr schnell hier raus. Siehst du den? Okay. Angeblich ist hier noch irgendwas. Ach, hier. Die sind oben, okay. Hallo? Einer mehr da? Hallo? Hauptsache, ich vergaß mich einfach quasi selbst. Aha. Oha. Los, brav. Geht einfach... Das war ein guter Reflex. Das muss ich mir lassen. Nice. So. Und jetzt sollte ich ganz schnell da raus. Obwohl... Ah, ein Ding fehlt noch, okay. Kann doch nicht so schwer sein, so ein Gerät zu sabotieren. Hi. Geht keiner mehr, da rechts war. So knapp. Ach, fuck. Wo ist denn der Dicke? Hä? Der Dicke ist weg. Ich meine, mir ist das recht, aber trotzdem. Wo ist er hin? Oh Gott. Hier raus. Gut gemacht, mein Junge. Gut gemacht. Ach. Charles Darwin. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen.
Jacob Fry. Die Freude ist ganz meinerseits. Während Sie Unheil gestiftet haben, fand ich das hier. Es zeigt, dass eine Probe von jeder Charge in die Lambeth-Anstalt versandt wurde. Ob dort gerade Besuchszeit ist? Nicht so voreilig, Mr. Fry. Es arbeiten viele Leute in Lambeth. Sie wollen doch nicht unnötig Aufmerksamkeit erregen. Aber wo bleibt da der Spaß? Nicht jedes Problem kann mit gewaltigen Explosionen gelöst werden. Manchmal ist ein wenig mehr Diskretion angebracht. Es ist schon spät. Ich treffe Sie an der Anstalt, um die Nachforschungen fortzuführen. Gut, das haben wir jetzt zwar nicht mit den Herausforderungen abgeschlossen, aber immerhin haben wir einen dunklen Ledergürtel bekommen. Das ist ja schon mal etwas. So. Auch wieder ein bisschen Kohle, das ist auch ganz gut. 6000 brauchen wir für die Pubs. Dann würde ich jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zugucken für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns morgen wieder zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Syndicate. Macht's gut. Tschüss.